Heute ging es für mich zum neuen Vulkanausbruch auf Island. Eine Gasmaske gegen die Dämpfe ist dabei Pflicht. Da es viel zu gefährlich ist, nah an den Vulkan heranzutreten, wähle ich das Tamron 70 bis 180 mm f2.8, um aus sicherer Distanz zu fotografieren. Im Tageslicht konzentriere ich mich darauf, die hochspritzende Lava möglichst scharf einzufangen. Dafür stelle ich die flexible Brennweite auf 180 mm. Ich nutze die große Lichtstärke von f2.8, um eine möglichst kurze Belichtungszeit zu erreichen. Hierdurch schaffe ich es, die Bewegung des sich schnell bewegenden Lava scharf einzufrieren. Wenn es dunkel wird, kommen die Strukturen der Lava viel besser raus. Daher wechsle ich auf das Stativ, um besser Langzeit belichten zu können. Durch die 70 mm Brennweite am unteren Ende des Teleobjektivs kann ich perfekt den gesamten Vulkankegel fotografieren und so eine wunderbare Langzeitbelichtung der herausspritzenden Lava anfertigen.